Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch heute zeigen, was ich in den letzten Wochen so an neuen Beauty- und Pflegeprodukten gekauft habe. Ich war nicht nur bei Rossmann und DM und das auch noch mehrmals, wobei das bei mir so ist, dass ich immer so ein paar Sachen kaufe und jetzt nicht einen riesen Großeinkauf starte. Deswegen sammelt sich das dann immer langsam an und ich mache nicht einen Rieseneinkauf, sondern ich habe auch ein paar Produkte bei TK Maxx gefunden, zum ersten Mal in der Beauty-Abteilung. Und ich freue mich drauf, euch die jetzt zu zeigen. Bleibt gerne dran. Fangen wir an mit einer Mascara von L'Oréal. Das ist die sehr bekannte Paradise Ecstatic Mascara in der wasserfesten Variante. Da ich im Alltag eigentlich ausschließlich wasserfeste Wimperntusche trage, weil ich Kontaktlinsenträgerin bin, habe ich mich mal nach einer Alternative zu meiner aktuellen umgeschaut. Und sowohl die Maybelline Total Temptation als auch die L'Oréal Paradise Ecstatic werden ja momentan extrem stark beworben. Und ich habe mir jetzt einfach mal die Paradise Ecstatic gekauft, um die auszuprobieren. So sieht die Mascara dann ausgepackt aus. Die Aufschrift ist in so einem Punktedesign, was es etwas schwer lesbar macht. Die Bürste ist an beiden Seiten etwas dicker als in der Mitte. So sieht es aus. Das Ganze ist sehr gut mit Produkt versorgt. Ich finde immer am Anfang, wenn man eine neue Mascara hat, man kann die gar nicht so genau bewerten, weil ich finde, es gibt so einen optimalen Mascara-Moment zwischen, es ist viel zu viel Flüssigkeit an der Bürste und es wird dann zu trocken. Also diesen optimalen Moment muss man immer abwarten, bis man, finde ich, eine Mascara wirklich bewerten kann. Ich bin sehr gespannt, wie ich damit klarkommen werde und werde euch dann berichten. Die Mascara habe ich mir übrigens bei Rossmann gekauft. Ich finde, gerade für Marken, die sowohl DM und Rossmann beiderlei haben, finde ich Rossmann eigentlich immer die bessere Alternative, weil die in regelmäßigen Abständen echt krasse Rabattaktionen haben. Es gibt dann mal 30% auf alle Mascaras, 30% auf alle Gesichtsprodukte oder mal 20% auf, keine Ahnung, Maybelline, L'Oréal oder so. Und man kriegt ja immer diese 10% Coupons für die Kasse und dadurch, finde ich, kommen gerade diese Markenprodukte meistens bei Rossmann billiger raus als bei DM. Deswegen kaufe ich mir in der Regel alles, wenn ich es jetzt einrichten kann, was etwas teurer ist bei Rossmann und nicht bei DM und nutze da eben die entsprechenden Aktionen. Genau dasselbe gemacht habe ich auch bei folgender Foundation und zwar ist es die momentan auch total krass beworbene L'Oréal Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation mit dieser Oxygen Technology. Ich habe gemischte Meinungen darüber gehört, bin ich ganz ehrlich. Viele fanden sie ein bisschen zu leicht. Manche haben gesagt, sie setzt sich ab. Andere sagen, beste Foundation, die sie jemals in ihrem Leben verwendet haben. Ich glaube, so unterschiedlich sind einfach Menschen und Hauttypen. Deswegen bin ich gespannt, was ich jetzt dazu sagen werde. Ich habe mir die bei Rossmann am hellsten verfügbare Nuance gekauft. Das ist die 15 Porzellan. Werde die gemeinsam mit euch, glaube ich, auch in einem der nächsten Videos testen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ein Produkt, das schon etwas länger ziemlich gehypt wird. Das ist von Essence, der You Better Work Gym Proof Primer. Der kam ja auf den Markt und hat damit geworben, eben schweißfest zu sein, Sonnenschutzfaktor zu haben, also sich für den Sport zu eignen. Ich glaube, er eignet sich dann auch für den Alltag. Ich finde es ganz interessant, der ist sehr flüssig. Also wenn ich mir das jetzt auf den Handrücken gebe, lässt der sich gut verteilen, weil er so flüssig ist. Er hat so eine leicht bläuliche Farbe und riecht ganz angenehm. Ich werde ihn jetzt mal testen. Er soll so einen Blur-Effekt machen, einfach um die Haut etwas anzugleichen. Ich habe ihn noch nicht verwendet, werde ich jetzt aber mal machen. Ob ich ihn jetzt beim Sport ausprobiere, weiß ich nicht. Aber ich brauche jetzt auch keinen extra Primer für den Sport, sondern es reicht mir, wenn er für den Alltag hält. Und das Letzte, was ich noch mit Rabattaktionen bei Rossmann geshoppt habe, ist auch etwas von Essence. Und zwar
ein Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick. Es gab ja im alten Essence-Sortiment schon diese Vinyl-Lipglosse von Essence und jetzt haben sie ja mit dieser matten Variante hier nachgezogen, worüber ich auch schon gehört habe, dass die ziemlich gut sein sollen. Ich habe die Farbe noch gar nicht gesagt. Ich habe mir die Farbe 03 Wanna Play gekauft. Das ist ein super, super easy Alltagston. Also ich bin echt begeistert über meine Wahl. Ist so Nude, aber kein totes Nude. Finde ich eine sehr schöne Nuance. Die sind überhaupt nicht teuer. Die Haltbarkeit habe ich bei Liquid Lipstick schon besser erlebt, bin ich ganz ehrlich. Aber sie ist jetzt schon besser als ein normaler Lippenstift. Also ich finde, daran kann man schon mal ein paar Euros investieren. Dann kommen wir zu meinen DM-Einkäufen. Und DM hatte ja schon im September eine Kooperation mit den drei Cosnova-Marken Essence, Catrice und Love, wo diese großen Tower mit Paletten auf den Markt kamen. Da hatte, glaube ich, jede Marke mindestens 5 Paletten. Entweder nur Highlighter oder Lidschatten oder so Kombipaletten. Ich war am Anfang so, oh mein Gott, ich muss alles kaufen. So bin ich am Anfang immer. Dann werde ich meistens noch mal ein bisschen vernünftig. Ich muss sagen, die Catrice-Sachen haben mich am wenigsten gereizt, weil ich einfach fand, dass die Catrice-Paletten aussahen wie einfach nachgemachte BH Cosmetics-Paletten. Das wurde ja generell so ein bisschen heiß diskutiert, dass die Designs ja ziemlich angelehnt wurden. Und die Love-Paletten, die hatten zwar schöne Namen, die Farben, aber mich haben jetzt die Palettenkombination nicht so vom Hocker gehauen. Ich habe genügend Make-up, dass ich mir jetzt nicht die 25. Palette mit Nude-Braun-Rosa-Tönen kaufen muss. Das bringt's für mich einfach nicht. Und deswegen habe ich mich aus meiner Comfortzone rausgewagt und habe eine Palette von Essence gekauft. Die haben 10 Euro gekostet. Von dieser Reihe gab es 3. Und ich habe das I Got This Rock Look Ding gekauft. Ausgepackt sieht es dann hier so aus. Und ich swatch euch mal ein paar Farben daraus, nachdem ich es hier geöffnet habe. So sieht die Farbbranche aus. Ich habe mich bewusst für die entschieden, weil ich fand, dass sie hier so blau-lila Töne hat, etwas grün und auch rötlich, aber ich durchaus finde, dass man mit ihr auch alltagstaugliche Looks schminken kann. Ich meine, hier sind 24 Farben drin und ich brauche jetzt wirklich keine 24 neuen Braun- und Beige-Töne. Ich swatche euch mal exemplarisch ein paar Farben, die ich sehr schön fand, dass ihr euch die angucken könnt. Ich fand, es waren echt spannende Farben dabei. Welche nehme ich noch? Was ich an dieser Palette problematisch finde, das sage ich gleich, ist, dass einfach nur 4 matte Töne drin sind. Das bedeutet, allein mit dieser Palette zu arbeiten, ist für mich sehr, sehr schwierig. Es sind so 3 Töne dabei, mit denen man das Lid setzen kann, aber es ist keine dunklere Blendfarbe drin oder sonst irgendwas. Ja, dafür zeige ich euch jetzt mal die Pigmentierung der Farben. Und ich finde, die ist echt der Hammer. Also ihr habt hier so ein schönes Rostrot. Dann den Farbton finde ich ganz, ganz spannend. Das ist so ein Taubton in der Mischung mit einem Lila. Den hatte ich auch schon auf dem Auge, ganz schön. Und das ist hier ein bisschen weicheres Glitzer in so einem auch leicht rötlichen Ton. Ich muss sagen, ich habe es überhaupt nicht bereut, mir die Palette gekauft zu haben. Ich habe damit schon echt schöne Sachen geschminkt und ich finde halt auch, dass die Pigmentierung bei Essence mittlerweile dermaßen mithalten kann, dass man eigentlich sich echt nicht viel Teureres kaufen muss. Ja, was jetzt die Krux an der Geschichte ist, es war eine LE, es gibt sie bei DM nicht mehr. Aber es wurde jetzt so gemunkelt und das habe ich auch gesehen, dass es diese Paletten bei Müller geben soll. Ich habe Catrice Paletten letzte Woche noch bei Müller gesehen. Und es gibt sie online in den einzelnen Online-Stores der jeweiligen Cosnova-Marken, also Catrice oder Love oder Essence. Und es gibt sie auch bei Cosmetic for Less, wo ihr ja relativ günstig auch versandkostenfrei einfach bestellen könnt. Das bedeutet, wer noch an diese Palette rankommen möchte, der sollte das auch auf jeden Fall noch schaffen. Und von mir gibt es dafür auf jeden Fall eine große Empfehlung.
Das nächste, was ich mir gegönnt habe, ist ein Tool zur Gesichtsreinigung. Und zwar ist es von der DM Eigenmarke Ebelin ein Cognac-Gesichtsschwamm mit grünem Tee in der Nuance sanft. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es auch was anderes gab. Ich wusste von der Existenz von Cognac-Schwämmen schon länger. Wer mich so richtig darauf aufmerksam gemacht hat, war Olesya von Olesyas Welt, die gesagt hat, sie hat sich das gekauft und seitdem reinigt sie ihr Gesicht nur noch mit diesem Schwamm. Einfach weil dieser Schwamm so ein bisschen einen Peeling-Effekt hat. Das Teil ist in der Verpackung wirklich sehr, sehr fest. Also selbst wenn ich jetzt drauf drücke, es macht eher den Anschein der Konsistenz von Stein. Wenn man das aber kurz ins Wasser legt, dann quillt es so auf und macht eben so eine Schwammkonsistenz. Ich bin schon gespannt, das auszuprobieren. Und das Ganze ist eben aus der Cognac-Wurzel hergestellt, also natürlich. Und soll eben das Hautbild verfeinern, indem es sozusagen während der Reinigung gleichzeitig noch so ein bisschen peelt. Bin ich sehr gespannt, das mal auszuprobieren. Das nächste Produkt ist für mich so ein klassischer Fall von, ich fand ein Produkt interessant und jetzt habe ich so lange gewartet, bis es es auch von Eigenmarken in günstiger gibt, weil ich nicht so ganz weiß, ob es wirklich was für mich ist. Und zwar sind ja seit einiger Zeit diese Turban-Tuchmasken auf dem Markt. Ich glaube, die erste Marke, die das rausgebracht hat, war IQ, also IKOO, wo man seine Haare hochnimmt und in so einen Turban einpackt und dann das Ganze sozusagen außenrum ist und man die Haarkur nicht nur in die Spitzen gibt. Sowas gibt es jetzt von Balea auch. Und das habe ich mir gedacht und genau darauf gewartet. Denn das ist von Balea die All Repair Intense Thermo Haarmaske. Also das wird dann auch warm unter diesem Turban. Selbsterwärmende Intensivpflege für ein seidiges Haargefühl und intensiven Glanz für extrem strapaziertes und trockenes Haar. Habe ich jetzt nicht, aber mein Gott, jeder übertreibt. Jeder denkt, seine Haare seien die schlimmsten und strapaziertesten überhaupt. Pflegeformel mit Keratin und Arganöl. Ja, der Spaß kostet jetzt, glaube ich, nur noch 2,95 für eine Anwendung, was ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen teuer finde, dafür, dass man, also ich benutze so ein-, zweimal die Woche eine Haarmaske. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren und dachte mir, nehme ich einfach mal die von Balea mit. Noch ein Haarprodukt ist in meinen Einkaufskorb gewandert und zwar ein festes Shampoo und zwar von DM Alverde, festes Shampoo mit Mandarine Basilikum. Das ist auch noch ziemlich neu im Sortiment. Es gibt davon ja auch eine zweite Variante mit Kokos. Ich hasse Kokosduft. Ich glaube, das können wenige Leute verstehen, aber man kann sich nicht mit kaum einem Duft so jagen wie mit Kokos, auch mit einem Geschmack. Ich kann diesen Kokos-Hype überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen habe ich mir Mandarine Basilikum gekauft. Ich finde dieses Konzept von festen Shampoos sehr spannend, weil man dadurch natürlich eine Menge Müll spart. Ich bin halt ein bisschen skeptisch, ob es wirklich das leisten kann, was ein normales Shampoo leisten kann. Und deswegen dachte ich mir, ich mache mir jetzt selber mal ein Bild. Das Ganze sieht aus wie so ein Seifenstück, fühlt sich auch ein bisschen so an und riecht sehr gut. Gott sei Dank habe ich Mandarine Basilikum und nicht Kokos. In der Anwendung bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob man das dann in der Hand aufschäumt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, man schäumt es sozusagen eher direkt auf dem Kopf beim Waschen. Ich werde es ausprobieren. Wenn es mir gefällt, werde ich darüber berichten. Übrigens, so meine Berichte über Produkte, ob mir was gefallen hat oder nicht, entweder mache ich das in Aufgebraucht-Videos oder wenn es mir sehr gut gefällt, dann in Monatsfavoriten. Aber ich bin kein Fan von so Schnellschussbewertungen nach einer Woche benutzen oder nach einmal vor der Kamera First Impression benutzen, weil, ja, was hat es letztlich für eine Aussagekraft? Ich habe es, wenn es jetzt ein Make-up ist, nicht den ganzen Tag getragen. Ich habe, wenn ich einmal damit die Haare gewaschen habe, das sagt ja noch nichts darüber auf, ob es für immer für mich funktioniert. Deswegen lasse ich mir da gerne Zeit. Tatsächlich hat es noch ein Produkt diesen Monat geschafft, bei mir einzuziehen, und zwar eine Haarkur von Glisskur. Glisskur hat ja gerade so eine Influencer-Reihe gelauncht mit verschiedenen mehr oder weniger bekannten Influencern. Ich habe mich für eine Minute-Kur entschieden. Life is too short to wait bei Anna-Maria Damm. Ich verfolge Anna-Maria Damm jetzt nicht, ich kenne sie, ich weiß, wer es ist, aber ja, habe es jetzt nicht deswegen gekauft, sondern wegen der Verpackung. Ich bin ganz ehrlich, ich fand die einfach schön. Da sind dann solche schönen Blumen im Hintergrund und hier dieses geometrische Muster. Und ich fahre auf sowas einfach ab. Ich kann mir da nicht helfen. Und natürlich eine Minute Kur. Also
Wer will nicht eine Minute nur seine Kur einwirken lassen? Wer steht gern frierend 5 Minuten unter der Dusche und wartet, bis die Einwirkzeit rum ist? Ich habe die auch schon einmal verwendet. Ich finde, die riecht so voll, wie halt Gliss-Kur riecht. Von Schwarzkopf, die Gliss-Kur-Produkte. Ich fand es jetzt auch gar nicht schlecht. Ja, werde ich jetzt die nächste Zeit einfach mal weiter benutzen. Weiter geht es im dekorativen Bereich mit einem Produkt, das ich ehrlich gesagt schon ziemlich viel benutzt habe, weil ich es schon etwas länger habe. Und zwar um ein Make-up-fixierendes Spray von Alverde. Alverde Hydro fixierendes Spray. Das erste, was ich an diesem Spray super finde, ist den Sprühknopf. Ich finde, der sprüht sehr schön. Und es riecht total gut. Ich finde, es riecht so nach Zitrone. Also ich bin immer so ein Fan von zitronigen Düften. Ja, mich hat es einfach interessiert, ob dieses Fixing Spray was taugt. Ich habe immer nur so große Fixing Spray Flaschen und wollte irgendwie was Kleines, was man halt auch irgendwie besser mitnehmen kann. Und ich muss sagen, es gefällt mir bislang wirklich gut. Und wenn sich das als gute Alternative rausstellen soll, ich bin immer der Meinung, wenn man herkömmliche Kosmetik durch Naturkosmetik gut ersetzen kann, ohne eine Funktionseinbuße in Kauf zu nehmen, dann nehme ich immer die Naturkosmetik. Und bisher finde ich dieses Alverde Spray wirklich super. Außerdem habe ich hier noch ein weiteres Produkt von Alverde gekauft. Das ist das Augenbrauengel in Blond. Ich habe danach gesehen, es gibt irgendwie noch so Aschblond. Das ist mir jetzt im DM gar nicht aufgefallen. Man zieht hier so ein Bürstchen raus, das eben mit diesem Gel getränkt ist. Und auf der anderen Seite sind noch so 2 andere Bürstchen, wo ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz gecheckt habe, wie ich da rankomme. Aber gut, ich benutze eh so ein Bürstchen für einen Auftrag. Ich wollte dieses Gel ausprobieren, um eine schnelle Alternative zu haben, wenn ich mir jetzt auch mal nicht so ultimativ akkurat die Augenbrauen machen will. Einfach für den Alltag schnell drüber, dass es irgendwie ein bisschen gemacht aussieht. Dafür finde ich es sehr gut. Wenn ich jetzt sehr definierte Brauen will, dafür ist es nichts. Also für den natürlichen Look ja, sonst nicht, aber generell gefällt es mir gut. Es hat auch gut fixiert, also die Augenbraue blieb dann auch so, wie man sie gemacht hat und es hat auch nicht abgefärbt. Also ich weiß, dass viele Leute ein Fan von dem Produkt sind und ich finde es eigentlich auch gut, aber man muss halt wissen, dass es jetzt nicht die ultimative Mega-Definition der Augenbraue bringt. Mit dem nächsten Produkt habe ich mich so ein bisschen back to the roots bewegt. So habe mir ein Produkt gekauft, das ich schon sehr lange nicht mehr hatte und sozusagen das eins meiner ersten Produkte war, das ich mir, als ich mich irgendwann mal angefangen habe zu schminken, bei Essence gekauft habe. Und zwar sind es Mattifying Paper. Ich habe es meiner Schwester gezeigt und sie hat mich ausgelacht. aber, also ich muss jetzt dazu sagen, früher wusste ich ja auch irgendwie gar nicht so richtig, wie man das anwendet. Heute sehe ich darin durchaus einen Sinn. Wenn ich mich jetzt morgens schminke, dann glänze ich nach. Das ist für mich einfach so schon mittags rum. Und wenn ich mich dann abpudere, merke ich, dass das Ganze natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, also das Make-up sieht nicht mehr so schön aus. Es bildet einfach so ein bisschen eine Konsistenz miteinander. Und dafür glaube ich, dass diese Tücher extrem gut sind. Deswegen werde ich das jetzt ausprobieren. Das ist aus dieser Prime and Last Limited Edition. Die gibt es, glaube ich, immer noch. Es gibt es aber auch ganz normal im Standardsortiment. Also man hätte es sich jetzt auch so kaufen können. Ich werde das ausprobieren. Heute oder die nächsten Tage nochmal. Weil ich einfach finde, dass das eine problemlösende Option wäre, die jetzt auch nicht so mega teuer ist. Also warum nicht auf was zurückgreifen, was einem vor 10 Jahren auch schon gefallen hat. Dann hat es auch eine Maske in meinen Einkaufskorb geschafft und zwar von Balea. Ich will mir eigentlich nicht mehr so viele Masken kaufen, weil ich habe echt richtig viele. Aber es gibt ein Problem, wenn jemand AHA zu mir sagt, dann kaufe ich was. AHA ist für mich so ein Inhaltsstoff, wo ich mir denke, okay, Gehirn aus, ich kaufe das Produkt. Es handelt sich um eine porenfein klärende 3-Minuten-Maske, wo hier auch steht, mit Fruchtsäure, AHA. Sanfter Peel-Effekt verfeinert das Hautbild für normale und Mischhaut mit Matcha und Lavatonerde. Also erstmal braucht das Ganze nur 3 Minuten. Wir haben alle zu wenig Zeit, also schadet
das auf jeden Fall auch nicht. Und dann ist halt Fruchtsäure drin. Ja? Ich mag diese Masken-Sachets nach wie vor sehr gern. Ich trage mir das einfach schnell mit dem Pinsel auf, nehme es dann einfach wieder runter. Für mich ist das kein großer Umstand. Und ich meine, diese Balea-Sachets kosten echt wenig. Und ja, ich werde mal sehen, ob ich die AHA-Wirkung merke. Also Fruchtsäure, AHA, abgekürzt, verhält sich ja wie so ein chemisches Peeling aus der Haut. Das löst die obersten lockeren Hautschuppen halt ein bisschen ab, die schon abgestorben sind, und soll damit das Hautbild einfach zum Strahlen bringen. Ist jetzt gerade so ein bisschen ein Trendwirkstoff, das überall reinkommt. Und ja, wenn wir gerade schon beim Thema sind, das nächste AHA-Produkt, bei dem ich nicht widerstehen konnte, peinlich, ist von der Marke BE Routine, die ja eine, ich glaube, das sind ein relativ junges Startup, das einige Produkte bei DM hatte schon eine längere Zeit und dann dieses Tonic Water mit AHA-Komplex auf den Markt gebracht hat. Und das gab es zunächst nicht im DM, sondern nur im Online-Shop. Und ich war schon so, super, ja, das mit AHA, da komme ich mal wieder jetzt nicht dran. Beziehungsweise ich hätte ja bestellen können, aber es war halt umständlich. Jetzt gab es irgendwie so eine Sonderaktion, dass die irgendwie so einen Sonderaufsteller nochmal im Pflegebereich hatten. Und da war das drin und dann habe ich es mir gleich mitgenommen. Tonic Water AHA-Komplex, How Pure and Smooth, klärt und verfeinert Poren mit Goji-Extrakt und AHA-Komplex. Ich freue mich drauf, das zu benutzen. Ich bin ja eh so ein Fan von so Gesichtswassern. Ich habe jetzt aktuell noch das von Pixi, das Glow Tonic, in Gebrauch, wo aber ja die Flasche 22 Euro kostet. Und deswegen wäre ich froh, wenn es was Günstigeres gäbe. Und da werde ich jetzt als erstes das hier von BE Routine mal austesten. Wichtig ist, zu AHA zu sagen, wer AHA benutzt, braucht unbedingt Sonnenschutz. Also da kann man sich echt üble Hautverletzungen, Sonnenbrand holen. Das heißt, selbst wenn ihr das abends verwendet oder so, cremt euch am nächsten Morgen ein oder benutzt irgendwas. Ich meine, viele Make-ups, viele Primer haben zumindest einen leichten Sonnenschutz drin. Also ja, aber eigentlich sollte man eine 50er Sonnencreme danach verwenden. Einfach um die Haut, die ja dann schon ein bisschen angegriffen ist, auch wenn ihr das nicht seht, zu schützen. Und das letzte Produkt, das ich bei DM gekauft habe, ist auch von der DM Eigenmarke Trended Up. Von Trended Up hier der Bronzing Lip Liner. Bei mir gab es so eine Bronze LE, aber ich weiß, dass die auch im Standardsortiment sind. Also die waren in diesem Limited Edition Fach oben und weiter unten waren die dann auch. Und ich bin ein ganz großer Fan von den Trended Up Lip Linern. Ich finde, es sind die besten Lip Liner, die die Drogerie zu bieten hat. Und dachte mir dann so, okay, Bronzing, schön, nehme ich mal mit. Das ist die Farbe 030, die ich jetzt habe. Und das Erste, was mich schon mal so ein bisschen nervt, ist, man muss diesen Stift anspitzen. Also der hat eine so eine Anspitzspitze, was die normalen Contour & Glide Lip Liner von Trended Up nicht haben. Die kann man rausdrehen. Ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt umweltschonender ist, aber ich finde, also mit diesen Anspitzsachen, ich komme einfach mit denen zum Rausdrehen besser klar. Und ich swatch euch den mal. Ich dachte halt, Bronze ist dann eher so Nude-Farben. Und was ihr hier jetzt halt vielleicht erkennen könnt, oder ich weiß nicht, ob man es schön sieht, ist, das Ganze besteht aus einem Hauch Farbe und wahnsinnig viel Glitzer. Also ich finde, ich kann das fast allein nicht tragen. Ich muss da irgendwie einen cremigeren Lippenstift dazu nehmen oder so. Und es hat halt einfach einen krassen Glitzereffekt. Also man könnte damit auch gut auf eine 90s-Party gehen, wäre überhaupt kein Problem. Die Farbe so ist halt ein bisschen hell. Das habe ich jetzt nicht so bedacht beim Kauf. Ich will halt dann immer nichts zu Dunkles nehmen, weil dann denke ich immer, Anna, das benutzt du nicht. Du hast schon so viele dunkle Lippenstifte, die du alle Schaltjahr mal irgendwie aufträgst. Deswegen wollte ich was Helles. Das ist jetzt wieder so die Kategorie, bisschen zu hell. Werde ich mit anderen Sachen kombinieren und dann damit auftragen. Also würde ich jetzt nicht unbedingt gleich weiterempfehlen, sich so einen zu kaufen. Und ganz zum Schluss dieses Videos müssen wir über TK Maxx reden. TK Maxx ist ein Laden, der mich seit diese Kette eben jetzt so in Deutschland in alle größeren Städte Einzug erhalten hat, echt bisschen wahnsinnig macht. Also
ich kann nicht zu einem TK-Mix reingehen, wenn ich irgendwie müde bin oder wenn ich genervt bin oder gestresst bin, weil das macht mich emotional fertig. Ich finde, da ist es immer unaufgeräumt. Also vielleicht liegt es auch an den TK-Maxen, wo ich drin bin. Aber es ist nicht nach Farben sortiert, sondern die Kleider sind nach oder Schuhe sind nach Größe sortiert. Das heißt, man hat irgendwie kein farbliches oder inhaltliches Konzept. Es ist irgendwie alles durcheinander und ich finde, man muss ein ganz hohes Maß an Konzentration aufwenden, um bei einem TK-Max was zu finden. Und das ist mir irgendwie zu anstrengend. Und noch dazu kommt, dass mich die Beauty- und Kosmetik-Ecke bei TK-Max immer so aufregt, weil man da maximal sieht, wie rücksichtslos andere Leute sein können. Also da gibt es ja immer so einen Wühltisch. Ja, es ist eigentlich, man muss sagen, es ist ein Wühltisch, wo die Sachen aus ihren Verpackungen gerissen werden, geswatcht, wieder zurück in die Verpackung, nachdem sie benutzt wurden, oder halt auch einfach offen rumliegen gelassen. Und ich weiß nicht, was TK Maxx da für einen Ausschuss hat, aber ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht nicht mal die Hälfte der Produkte letztlich verkaufen, einfach weil die Leute damit so schlecht umgehen. Also natürlich, es gibt jetzt keine Tester, das kann man natürlich sagen, aber ich kann ja mein eigenes Produkt also dann testen und es mitnehmen, oder ich muss es halt einfach die Katze im Sack kaufen. Und ich finde es einfach nicht fair anderen Leuten gegenüber. Aber okay, kommen wir zum Punkt. deswegen habe ich mich von der Kosmetikecke von TK Maxx immer ferngehalten, weil ich da immer wütend wurde. Jetzt war ich vor längerer Zeit mal wieder im TK Maxx und habe mir mal genauer angeguckt, auch in der Gesichtspflege-Ecke, was da eigentlich so rumsteht. Und ich muss wirklich sagen, ich war schockiert. Also entweder TK Maxx hat es geändert oder ich habe noch nie so genau hingeschaut. Denn ich habe Marken gefunden, das ist einfach krass. Also gerade wenn man sich im englischsprachigen, im UK-Beauty-Markt ein bisschen auskennt, gibt es da Marken, die wirklich, wirklich hochpreisig sind, an die für deutsche Verhältnisse schwer ranzukommen ist und die dann da einfach bei TK Maxx für teilweise einen Bruchteil eines Preises steht. Ah ja, was bei TK Maxx natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, man weiß nie, wie teuer war das Produkt letztlich, also an das an UVP würde ich mich den die abdrucken nicht orientieren. Ich google immer ehrlich gesagt nochmal, bevor ich das dann kaufe. Wobei es ja auch egal ist, wenn man das Produkt unbedingt haben will. Aber ja, man sollte jetzt nicht nur sagen, oh mein Gott, diese Lidschattenpalette hat mal 70 Euro gekostet, ich kenne zwar die Marke nicht und jetzt kostet sie nur noch 10, also oh mein Gott. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Kommen wir zu den Produkten. Als ich jetzt das letzte Mal hinkam, gab es Stila, es gab Estee Lauder, es gab Lancôme, es gab Becker mehrmals. Und bei meinem ersten Besuch in letzter Zeit habe ich mir etwas von CoverFX gekauft. Und CoverFX wird ja so gerade unter Make-up-Artists extrem gehypt für die Highlighting-Drops, für die Foundation auch. Also wirklich gut. Und ich habe bei meinem TK Maxx einen CoverFX Blurring Primer gefunden. Für 5,99 €. Hier steht drauf UVP 35 Euro. Bei Beauty Bay kostet er laut meiner Recherche aktuell 32,50 Euro. Ja, im Prinzip ist es ein ähnliches Produkt, wie ich euch gerade vorhin von Essence gezeigt habe, aber ich wollte es jetzt auch gern von CoverFX ausprobieren. Ich wollte auch gern was von CoverFX haben, wenn ich ehrlich bin. So sieht das Ganze ausgepackt aus. Sehr edel, so leicht schimmernd. Ja, die Konsistenz ist fester als das Essence-Produkt. Es macht einen sehr silikonigen Eindruck und man hat danach eine Oberfläche, über die man halt so ganz einfach drüber gleiten kann. Ja, bin gespannt, es auszuprobieren. Ich habe momentan so ein bisschen eine Primer- und Foundation-Phase, deswegen kaufe ich davon viel. Ja, und bin gespannt, den jetzt hier mal einzubauen. Soll halt einfach so einen ganz flawless Effekt erzielen, also ganz ebenmäßig, gleichmäßig die Haut zum Strahlen bringen. Dann war ich vor, ich glaube, 1,5 Wochen nochmal bei TK Maxx und da habe ich wirklich ein Baby gefunden. Also es war immer noch teuer und ja, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Und zwar ist es eine Palette von, jetzt spiegelt hier hinten mein Equipment, von Becker. Und zwar ist es von Becker die Après-Ski Glowing Face Palette, die es jetzt mittlerweile so nicht mehr zu erwerben gibt. Also das Produkt ist eigentlich ausgelistet. Man kriegt es, glaube ich, bei Douglas Österreich noch, wenn mich nicht alles täuscht. Hat ursprünglich mal, glaube ich, über 50 Euro gekostet. Und ja, ich will es euch nicht zeigen, so arg zeigen, um euch nicht so arg zu blenden.
So sieht die Palette aus. Es sind enthalten drei Highlighter. Das ist einmal hier Opal von Becker. Das ist ja so mit der Standard-Highlighter. Dann haben wir hier unten eine Sonderedition für diese Palette. Das ist Icicle. Dann hier ist Rose Quartz. Den kennt man vielleicht auch. Dann haben wir Blushed Copper. Das ist ein normaler Blush, den es auch so erhältlich gibt. Das hier unten ist Winterberry. Der wurde extra für diese Kollektion konzipiert. Und dann noch Bronzed Bondi. Das ist ja ein... das ist ein Bronzer, den es auch so schon gibt. Also der hat auch Schimmer. Und ja, also ich habe Opal von Becker schon. Ich hätte jetzt diese Palette nicht unbedingt gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich fand sie einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und ich habe dafür jetzt noch 30 Euro gezahlt. Wenn man sich überlegt, dass allein die Mini-Größen von den Becker-Highlightern 16 kosten, finde ich, kann man das vertreten. Und ganz zum Schluss hat das AHA-Monster in mir nochmal zugeschlagen. Es geht um ein Produkt der Marke Nip & Fab. Nip & Fab ist auch eher so eine UK-Marke, die zunehmend hier jetzt auch auf den Markt kommt über irgendwie Glossybox, Lookfantastic Box, bekannter wird. Und ich habe mir hier die Glycolic Instant Fix Maske, also Glykolsäure, Fruchtsäure, AHA, gekauft, die eben auch dafür sorgen soll, dass die obersten Hautschüppchen abgenommen werden und das Hautbild wieder mehr strahlt. Dieses Fläschchen hier hat 6 Euro gekostet. Wenn man es so bei Douglas bestellt, da kriegt man Nip & Fab übrigens auch, dann kostet die Maske 15,60 Euro ungefähr. Also habe ich mir einiges gespart, freue mich sehr, die auszuprobieren und ja, mein Maskenhaufen, der zu probieren ist, wird noch größer. Ja. So, das war es jetzt soweit mit meinen Beauty-Einkäufen der letzten Wochen. Es war jetzt nicht nur der Oktober, sondern auch schon ein bisschen davor, was sich so alles angesammelt hat. Ich finde, es sieht immer viel aus, aber man kauft ja nicht alles auf einmal. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ob ihr eins der Produkte kennt oder was ihr in der letzten Zeit so geshoppt habt, was ihr mir empfehlen könnt. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr kostenfrei machen, indem ihr einfach unten auf den Abonnieren-Button klickt. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, kriegt ihr auch noch immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr hier wieder ein bisschen Zeit mit mir verbracht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen.